Welcome back auf Team Family Force. Der Christian und ich möchten heute über das Yu-Gi-Oh! Jahr 2017 reden und über Karten, die das Jahr geprägt haben. Und natürlich interessiert uns eure Meinung. Bitte schreibt die in die Kommentare und wir würden uns auch über ein Like und über ein Abo freuen. Immer liken. Am Anfang des Jahres kam Zodiac raus und dann hat halt die Meta-Zeit des Zodiacs angefangen, die sehr lange ging. Wie lange ging die Meta-Zeit von Zodiac? Gefühlt viel zu lange. Es war... mehrere Bentes hat das Deck überlebt, was einfach am Ende gar keinen Spaß gemacht hat. Naja. Also es hat zwei Bentes halt überlebt. Einer hat halt das Schieb und so raus, also die Schieb-Kombo gekillt mit den Norden-Bann und mit den Terratop-Bann und dann halt noch davor, dass so der Grab hier auf 1 ging. Nicht auf 1, sondern auf 2. Auf 2, was ja. Sehr, sehr wichtig war. Ja, sonst wäre einfach immer Instant Emerald gekommen. Ja, dann hatten wir halt YCS Prag, das die einzige YCS, wo Zodiac draußen war, die nicht von Zodiac regiert wurde, sondern von 60-Karten-Decks. Wer hat da nochmal gewonnen? Joshua Schmidt mit seinen 60-Karten-Deck. Ja, stimmt, Joshua Schmidt mit seinem Palio. Billy. Genau, mit Billy mit seinen 60-Karten-Infernoid-Deck. Und dritter Platz wurde auch ein Infernoid 60-Karten-Deck. Danach hatten wir dann andere YCS, wo dann Pyuzu regiert hat, weil halt die Bandit-List rauskam, die Red P auf 2 gemacht hat und Gras halt auf 1. 60-Karten-Decks waren damit so fast tot. Dann kamen die deutschen Meisterschaften oder generell die Meisterschaften. Und die Nationals halt. Genau, die Nationals. Und da kam dann das neue Set raus mit Ash Blast und mit den 2-Draco-Stuff. Das hat Zoo auch wieder gestärker gemacht, weil halt mehr Handtraps, man konnte Handtraps zuspielen. Was ja vorher noch nicht da war. Ja, aber wobei halt noch die Ash war schon sehr wichtig. Mehr als stark. Ja. Dann kam halt 2-Draco noch, was halt die Masterpiece hatte. Das war sehr schön, ja. Ja. Aber das war einfach trotzdem nicht so stark, weil wir hatten immer noch Zoo mit Zimmer Hand Traps, unendlich Ressourcen. Da konnte True Deck auch nicht viel machen. Dann kam ja das Link-Format in Juli, was auch nicht viel geändert hat an Zoo, hat immer noch regiert, hat das auch die. War eigentlich fast sogar noch stärker. Ja. Wir haben einen 1-9er Beater, der alle pusht und recycelt noch, also. Geschwächt nicht wirklich. Dann hat Zoo wieder zwei YCS gewonnen und zwei YCS Toronto und YCS Rimini und dann kam eigentlich die Bandits, die Zoo gekillt hat. Mit Rod Bull auf 0 und Ryland auf 0. Hätte man gar nicht so radikal machen müssen, finde ich, aber... Es ist tot, das reicht. Wir hätten auch nur den Bullen rausnehmen können. Bulle Bulli, sonst die Ruhe selbst, ist heute leicht gereizt. Ja. Nur den Bullen. Ja, das, also was ich finde, der Bulle ist viel schlimmer als der Drachsack. Weil durch den Bullen hast du halt immer wieder Ressourcen, Drachsack schießt halt, aber jetzt ist es tot, weg. Musste sein. Dann hatten wir eine kurze Zeit, wo Pendulum Editions regiert hat, bis Spyro rauskam. Naja, zu YCS London. Das war ja nicht so lange mit dem Pendel. Ja, halt bis Spyro rauskam, bis YCS London. Da kam der gute Helix und dann... Aber es war schon wichtig. Es ist ja immer noch ziemlich aktuell und stark, deswegen... Ja. Wird ja auch wieder stärker durch das neue Metal V-Link Monster. Ach ja. Ja. Schon eine faire Karte, wie ich finde. Ah. Und ja, bis jetzt regiert immer noch Spiral. Sieht man halt daran, dass YCS London von Spiral gewonnen wurde und halt auch YCS Prag. Leider Gottes. Ja, aber es gab halt... noch viele andere Decks in den Tops, jetzt nicht nur Spyro. Ja, also es wurde nicht so dominant, also war nicht so dominant oder ist nicht so dominant wie Zodiac. Nein, wir hatten wo war das, weiß ich jetzt, mit der Schiebkombo hatten wir, glaube ich, 28 von 32 ja. Zodiac und jetzt waren es weniger Spyro, also ja, es ist halt nicht so dominant wie Zodiac. Aber es ist trotzdem schon ziemlich ja. Viel zu stark. Aber wir haben halt jetzt mehr Decks, die halt gegen Spyro konkurrieren können. Zum Beispiel Pendulum Edition, wenn das Link-Monster rauskommt und halt Trickster immer noch wegen den ganzen Handtraps und wegen der Lockbird-Kombo. Ja, aber da muss man sehen, was mit dem Link-Monster jetzt alles Krasses dazukommt. Weil es sind, naja, wie gesagt, wir müssen wirklich warten, was kommt. Und wir wissen auch noch nicht bis Rise des Bochum, ob das Link's Reigns Pack erlaubt ist in Bochum oder nicht. Das ist bis jetzt noch nicht fest. Nee, aber das Metal Four ist ja in dem nächsten Booster. Ja, nee, also ich weiß, aber dann wenn das Links Reigns Pack ja am Buch erlaubt ist, haben wir auch noch die ganzen anderen Kombos mit den Christen Fee. Ja. Ja. Das wird definitiv nicht lustig. Ja, also meine Meinung ist halt, dass das Links Reigns Pack nicht erlaubt ist, weil sonst hätten sie keine Link Monster in Extreme Forces reingemacht.
Weil das Links Ransback hätte sich dann noch besser verkauft, bin ich der Meinung, wegen dem Paddle-Spieler, weil die dann das Link-Monster haben wollten. Ja, natürlich schon, aber das Problem ist eben, ich glaube, im nächsten Set ist jetzt nicht so viel Krasses an Zeug dabei gewesen. Deswegen packen wir jetzt davon was in das nächste Set. Wäre auch eine Und Option. der ist jetzt, hat einen Secret Rare Slot, also man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und dann kommen wir zu den Karten, die das Meta geprägt haben. Fangen wir an mit der ersten Karte, das ist wohl klar. Zodiac generell, der Blood Bowl und der Trident. Das war ja nicht nur Bloodborne und Trident, Ja, das war aber auch zusammen in der schon. Combo, die beiden war halt schon krass. Einer sucht, der für den nächsten Turn, oder die Riptail, die was banished und der Trident schießt halt. Das haben sich echt sehr gut durchdacht, ne? Mit einer Karte Exit machen. War schon gute Idee. Dann kommen wir zu der nächsten Karte. Das wäre halt Masterpiece, den wir auch angesprochen haben. Durch den war man halt gezwungen, sowas wie Kaiju oder wie Utopia zu spielen und da überhaupt dran zu weit zu kommen. Also ich fand den Masterpiece eigentlich immer ganz fair, ich weiß auch nicht. Ja, man kommt halt an ihm vorbei. Ist Deswegen, also er war gar nicht so schlimm, wie alle gesagt haben. Natürlich war er stark, keine Frage, aber es gab halt genug Sachen, um ihn zu outen, von daher. ja. Und wir hatten ja vorher eine Zeit, wo Cosmo Dark Destroyer da war, der fast genau dasselbe gemacht hat. Ja, bloß dass er halt nur einmal schießen konnte. Und nicht suchbar war. Und nicht immun ist. Er konnte halt nur Ja. nicht gezielt werden, was aber auch schon. Zu der Zeit sehr stark war. Keine Frage. Aber jetzt mit auf 1. Dann War kommen wir zur nicht. nächsten Karte. Ash Blossom, natürlich Handtrap, immer gut. Sehr stark. Viel zu stark eigentlich wieder, aber. Ich fand Ash Blossom gar nicht so stark persönlich. Also als Draco-Spieler. Ja, Draco-Spieler. Dich hat sie halt nicht stark gestört, außer halt auf die Mice oder Pot of Desire. Ja, das war aber okay. Was ich persönlich viel, viel mehr gehasst habe, ist der Lockbird. Ja, ist generell halt die Handtrap-Zeit gewesen. Das ganze Meta fast. Ja, natürlich, aber wenn du jetzt den Lockbird gekriegt hast, also in vielen Decks, selbst Spiral, bist du einfach tot gewesen. Bei den Ashe kannst du vielleicht noch spielen. Aber nach Lockbird, ist vorbei. Und dann kommen wir zur nächsten Karte, die klar ist, Spiral Double Helix. Hat Spiral erst so richtig stark ins Meta gebracht. Davor war das Deck ja auch halbwegs stark, aber halt nicht Naja, so es war konstant. vorher, ja, genau das ist es. Es war halt einfach vorher auch schon stark. Ein Sleeper hinpacken mit dem Equipment. Das Einzige war jetzt halt der Double Helix, der das konstant die Felder gebaut hat Ja. mit Sleeper und Dings. Also, der war schon echt nötig. Dann kommen wir zu Evenly Matched, die wir noch nicht angesprochen haben, die halt das First Gain anders gemacht hat. Du hast halt nicht mehr alle Anders. Ressourcen rausgepackt, oder packt man nicht mehr, weil man Angst hat vor Evenly Matched. Naja, deswegen gehen halt viele Spiele einfach Second. Ja. Du kannst halt das Match geben, kannst es nicht kassieren, Feld aufbauen. Aber du musst halt das Evenly Match erstmal haben, also von daher. Das kann man aber bei jeder Karte sagen, auch bei Ash und so. Ja, aber Evenly Match Ja. ist schon. Sie war schon echt richtig Oder wichtig. ist immer noch immer richtig wichtig. Ja, na, jedes Ja. Mal, wenn der Gegner einfach overextendet, gibst du ihm das Evenly. Deswegen ist schon gar nicht so verkehrt die Karte. Dann noch eine Karte, die man nicht vergessen darf, das ist der Pot of Desire. Der hat viele Decks konstant gemacht, wie zum Beispiel das für Draco oder ABC. Aber er ist halt immer noch mega stark. Ja, weil er halt die nicht so starken Tier 1-Decks halt konstanter gibt und halt, und wenn du mal ihn halt nachziehst, hast du halt die Möglichkeit, zwei gute Karten nachzuziehen, dich wieder ins Spiel reinzubringen. Richtig. Oder du ziehst einfach mal mit dem Topf Nesentopf nach. Ja, Immer das kann gut. natürlich auch passieren, aber das ist ja immer so bei solchen Karten, bei Draw-Karten. Ja, aber. Nee, ist okay. Ja. Hast du sonst noch eine, die du unbedingt erwähnen möchtest? Eigentlich nicht. Schade. Warum? Ich habe auch keine. Ich Gut. dachte gerade. Dann war es das mit dem Video. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern und bei unseren Sponsoren: Ultimate Guard, Goodyear 2010, Assassin's Jens, Hall of Games, Luke Börse, GT Compu. Habe ich irgendjemanden vergessen? Nein. Ich glaube nicht, nein. Nee. Wir haben alle. Doch, die Hall of Games. Ich glaube, die haben wir zweimal. Ja, dann haben wir die Aber jetzt das halt stört keinen. zweimal. Und ja, dann bedanken wir uns nochmal fürs Zusehen und sagen damit: Ciao, YouTube.